Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Dope Boy mit Metallic Flow Box von Kaiser. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dope Boy mit Metallic Flow von Kaiser. Es gab ja, wie manche vielleicht wissen, zu diesem Album zwei verschiedene Boxen. Es gab einmal diese, ich sag mal, schlichte Clubbox, die sogenannte Dope Box, und dann gab es auch noch dieses gute Ding hier, die sogenannte Metallic Box, also eine quadratische Metallbox. Diese, auch auf unserem Channel zu finden, haben wir bereits unboxed. Heute ist die Dope Box dran. Alles klar. Wir sehen hier auf dem Cover den Interpreten Kaiser in einer Uniform und einer Punisher Kappe, also sieht sehr ähnlich aus wie das Punisher Logo. Und dann haben wir hier den Schriftzug Kaiser und die Zahlenkombination, welche ja für Schnitt steht. Also das 19., der 19. Buchstabe im Alphabet, der 3., der 8. und so weiter, also Schnitt. So sieht das Ganze aus. Unterseite glatt schwarz. Auf der rechten Seite haben wir Hashtag DBMMF, was eben für Dope Boy mit Metallic Flow steht. Oberseite ebenfalls schwarz, Rückseite nochmal Hashtag DBMMF. Und auf der Rückseite haben wir große Pflanzen und auch nochmal den Schriftzug Dope Boy mit Metallic Flow. Größe M haben wir hier. Das T-Shirt, ich glaube mich zu erinnern, das T-Shirt gab es von Größe S bis XL zu bestellen. Ich habe mich in dem Fall für M entschieden, einfach weil M meine bevorzugte Größe ist. Und konnte man damals frei wählen. So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Wir haben einmal das T-Shirt, wie gesagt in Größe M. Einmal Papes und Tipps. Dann haben wir ein Poster. Ein Kaiser-Sticker. Eine Karte. Eine Bonus-EP. Und das Album an sich. Und dieses, wie so oft, hier in der Box eingefasst, in diesem Einleger, der hier festgeklebt ist, den lassen wir drin. Alles klar. Wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Dope Boy mit Metallic Flow lesen wir hier. Und etwas schwer zu erkennen, aber ich schätze mal, das dürfte Kaiser sein, der Interpret, mit einem kleinen Päckchen, mit einer Plastiktüte, mit einem Säckchen in der Hand. Den Inhalt kann ich leider nicht genau ausmachen. Auf jeden Fall dürfte gerade dieses Päckchen anstechen, anschneiden, aufschneiden. Und hier haben wir nochmal den Schriftzug von Kaiser. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracks aufgelistet. Wir haben Features von Morlock Dilemma, Degenhardt, CK Project oder CK Projekt, kenne ich leider nicht. Und dann hier noch Paolo Magic. Meine Favoriten auf dem Album sind Elefant und Endlich Wieder. Das sind die zwei, die bei mir so richtig im Gedächtnis geblieben sind. Hier haben wir noch die Credits. Und dann werfen wir mal einen Blick in das Innenleben. Hier haben wir einmal das Booklet. Eine Aufnahme von Kaiser und der Großteil der Trackliste hier aufgelistet. Weitere Porträtaufnahmen und alles in dieser düsteren schwarz-weiß bzw. schwarz-grau Optik. Und hier einige Elemente farblich hervorgehoben. Freizeitspielparadies lesen wir hier. Also von der Atmosphäre das Ganze sehr, sehr düster, sehr beklemmend von der Atmosphäre. Und auch hier wieder einige Farbelemente. Hier noch die restlichen Tracks inklusive der Credits und hier noch ein Bild. Und hier noch ein Gartenzaun, der uns den Mittelfinger zeigt. Alles klar. Okay, Booklet geben wir mal wieder zurück in das Album, in das Cover. So sieht die CD aus. Dope Boy mit Metallic Flow. Und die ist von der Optik passend zum Albumtitel auch Metallic gehalten. Also die sieht
von der Vorder- als auch von der Rückseite relativ ident aus, nur halt die Aufdrucke sind hier noch drauf. Und hier lesen wir nochmal Dope Boy mit Metallic Flow. Alles klar. Super Jewel Case, gefällt mir richtig gut. Dann haben wir die Bonus-EP, Splittergruppe, die verlorenen Lieder. Also Splittergruppe, das ist ja diese ja, Punk-Rock-Band, bei der Kaiser der Frontmann ist. Und hier haben wir nochmal 6 Tracks von der Splittergruppe und hier auch noch die Credits. So sieht das Ganze aus, also die Granate, wie auch schon hier vorne, nochmal groß. Und das Ganze, wie immer, in einer Papphülle. Dann haben wir diese Karte hier, beziehungsweise diesen Ausweis hier. Dieser, sieht man hier, ist durchnummeriert. Es gab von dieser Dopebox 1000 Stück. Und wir haben hier die Nummer 624. Auf der Vorderseite lesen wir Führerausweis, im Gegensatz zum Führerschein. Und hier statt dem EU-Logo haben wir hier das Logo von Kaiserschnitt. Hier steht noch Dope Boy mit Metallic Flow. Hier könnte man natürlich ein Foto ergänzen, beziehungsweise hier die Angaben reinschreiben, also Name, Geburtsdatum etc. Hier steht noch DBMMF, also Dope Boy mit Metallic Flow. Und ja, würde mich echt interessieren, was die Polizei sagt, wenn wir diesen Führerausweis bei der nächsten Verkehrskontrolle vorweisen. Dürfte sicher ein spannendes Gespräch werden. Dann haben wir die Papes und Tipps. Hier wieder das Kaiserschnitt-Logo. Sieht so aus, das Ganze. Also, hier haben wir die Papes, Smoking Master. Und dann haben wir hier unten natürlich jeweils zum Herauslösen die Tipps. Und hier auch noch schön das Logo von Kaiser. Schriftzug DBMMF darf natürlich auch nicht fehlen. So, dann schauen wir mal, ob wir das Ganze wieder entsprechend zubekommen. Sauber, sieht gut aus. Ja, ich glaube, ihr wisst alle, wofür die geeignet sind. Ich bin kein großer Fan davon, aber ja, es muss jeder für sich selbst wissen. Dann noch ein Sticker, der so relativ groß, also im, ich sag mal, Postkartenformat, Kaiser und hier nochmal der Zahlencode für Schnitt. Ist in dieser schwarz-grau oder schwarz-metallic-Optik gehalten. Dann haben wir ein Poster. Auf diesem Poster sehen wir den Führerschein von Kaiser, der von weißem Pulver überdeckt ist. Zumindest einige Angaben davon. Hier das Bild von Kaiser. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass es ein originaler Führerschein ist. Und dieser hier einfach etwas zensiert wurde. Dope Boy mit Metallic Flow ist hier noch ergänzt. Das Ganze im Querformat. Und dann haben wir noch das T-Shirt. So sieht das Ganze aus. Also, wir haben riesengroß das Gesicht von Kaiser mit Sonnenbrille und oben den Schriftzug Kaiser und den Zahlencode für Schnitt. Neckprint haben in diesem Fall keinen, es ist glatt schwarz. Und wir haben es zu tun mit einem Shirt von Fruit of the Loom Value Weight in Größe M. 100% Baumwolle hat das Ganze und wo haben wir es? Made in Marokko. Alles klar. Wir schauen uns nochmal kurz an, wie das T-Shirt getragen aussieht, damit ihr hier noch einen besseren Eindruck bekommt. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier groß den Kopf mit Sonnenbrille abgebildet von Kaiser. Hier den Schriftzug inklusive der Zahlenkombination. Alles in weiß auf schwarz gehalten. Ist auf jeden Fall ein nettes Shirt und für alle Kaiser-Fans sicher eine feine Sache, damit rumzulaufen. Und wie immer fassen wir zum Abschluss noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in Größe M. Wie gesagt, die Größe war frei wählbar. Meines in Größe M. Das Poster. Der Kaiser-Sticker.
die Bonus-EP der Splitter-Gruppe, die Papes und Filter, der Führerausweis und das Album im Super Jewel Case. Das alles in dieser wunderbaren Box. Dope Boy mit Metallic Flow von Kaiser. Wenn ihr die Musik mögt, wenn ihr Fan davon seid, wenn ihr den Künstler unterstützen wollt, wie gesagt, habe ich euch die Links in die Videobeschreibung gepackt. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.